Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner weiteren Folge hier bei Nichtsterben.de bei LS19 Profession Marsch Version 2.0 2.2, genau so. Das haben wir schon länger her. Wir fahren jetzt zum zu den Schweinen und versorgen die mal. Ne? Die beide melden Futterbedarf an. Jedenfalls ist da rot. Oh, Entschuldigung. Mikrofon, ne? Mikrofon ist ganz wichtig. Ja, Mikrofon, ne? Wir sind zu früh abgebogen, ne? Tank, ne, ist auch nicht leer. Ist schon wieder leer. Hätte doch einstellen sollen zum Abfahren, ne? Machen wir gleich. Ja, Stroh haben wir noch viel zu stehen. Sehr viel. Ja. Mal sehen, wo ich jetzt eine Raps anbauen werde. Gibt's ja, geplant habe ich ja hier 14. Die 3. Sei ja auch schon geerdet, ja, ne? Ja. Die 3, 2, das wollte ich Raps. Und dann kommt das nächste Jahr, wo machen wir nächstes Jahr Hopfen, ne? Oh, Nase juckt. Ah, besser. Ja, das weiß ich aktuell nicht. Hm, 9,4, 9%. Verfressen nur. Hier, mein neues Strohlager hier, ein zweites. Dann können wir hier Stroh direkt hier rausnehmen. Ne? Hab schon mal eine Ladung reingefahren. Also kaum ist hier mal sauber gemacht, vorne schon Mist da. So sind Schweine. Die brauchen nicht viel. Den lassen wir jetzt mal hier mal stehen. Die werden wir ja so jetzt nicht so gebrauchen, ne? Oder fahren die so ein Lager rein? Wir fahren da wieder ein Lager rein, sonst haben wir hier so ein Chaos hier. Dann werde ich hier mal so ein Schweinefutterlager besorgen oder mal gucken, ob ich eins habe und dann mal mit Gelegenheit eins aufbauen. Schweinefutter selber herstellen ist nicht notwendig, solange wir fleißig Bier brauchen. Ne? Die Malzproduktion wirft genug ab. Also von daher müssten wir nur Getreide Richtung Malz fahren. Die Schweine sind nicht so wählerisch, die fressen eigentlich ziemlich alles, wenn sie Hunger haben. Die haben immer Hunger. Ich kenne das nicht anders, die Schweine haben immer Hunger, die fressen alles. Das ist ja nicht Haare im Kopf. Mist habe ich genug, irgendwie. Ja. Da muss ich es einfach lassen. Mit Mist hat es irgendwann nicht zufrieden. Das ist Unmengen Mist, muss man sagen. Ne? Gib mal wieder rein, dann nehmen wir gleich Mischfutter mit im Lager. Oder aus der Fabrik hier. Fabrik darf eigentlich nie stillstehen. Eigentlich. Aber alles, das schaffst du einfach nicht. Ne? Das ist im Grunde zu viel. Man kann ja nicht hier komplett aus dem Leim machen. Das ist ja eine Vierfachkarte, ne? Das darf man nicht vergessen. Ne? Gerade bei Produktion und so, da ist ja so, jetzt steht die gute Frage, ob ich in den Hänger reinkomme. Ne? Ja, mit dem Gelb komme ich nicht rein, weiß ich genau. Wir probieren es einmal. Die Lage? Nee. Mischration. Was ich auch machen könnte, ist einen kleinen Traktor mit einem kleinen Anhänger und dann immer fleißig fahren lassen. Ne? Das wäre eine Option. Oder mal Geld sparen und einen großen Stall kaufen und die Kühe halt dann da reinspringen. Ne? Und dann mit automatisch Fütterung arbeiten. Ging ja auch.
Aber ich glaube, da haben wir hier ein Platzproblem, glaube ich. So, kommen wir hier rein. Wasser geben müsste ich noch gleich. Oh, das habe ich gedacht. Der berühmte Zentimeter, ne? Ja, wo ist der Hänger, den ich mal hatte für, ne? Ich glaube, der ist auf dem Acker irgendwo noch. Das ist jetzt ungünstig. Ich glaube, auf 13 hatte ich einen schon weg. Auf 12. So einen grauen Anhänger. Der ist weg. Wo könnte er sein? Da war die Ballenpresse. Drescher. Puh, gute Frage. Dann geht nichts. Der Grüne geht nicht, da weiß ich genau. Schlecht. Die beiden gehen auch nicht. Also der mit dem Grünen. Aber die Schweine mal Futter ist mal wichtig, die anderen sind nicht ganz so wichtig. Mal gucken, was da reingeht. Wenn 42.000 sind, dann passt das eher rein in den Stall. Also rein optisch habe ich nur so gedacht, dass da nicht reinpasst. Also ach, 800 könnte passen. Der ist ein bisschen kleiner. Von der Höhe jedenfalls. So. Da bin ich. Dann werden wir gleich mal zum Abladen hinfahren und dann umtauschen. Dann können wir den anderen hier bringen. Dann könnten wir Weizen theoretisch in die Malzfabrik fahren, ne? Das wäre ja. Dann haben wir ein bisschen mehr da, ne? Im Lager jedenfalls. Was sagt der Wetterbericht? 40 Grad. Aber wir kriegen Regen, ne? Ein paar Stunden. Ja, das ist ein kleiner, der geht. Der würde gehen, der würde reinpassen. Irgendwas war ja gewesen, also. Fahren wir schnell hin, dass die Kühe Futter kriegen und ihr Stroh vor allen Dingen. Ne? Stroh wollen wir auch noch kriegen. Auch wenn wir jetzt keinen Mist groß versorgen können, aber wir können ja. Das ist eine Leitplanke. Das ist Unfall. Der wäre. Die mal schubsen hier. So. So geht das. Das müsste ein Bergunternehmen, beauftragen. Und das gibt es hier noch nicht. Höchstens Zeug setzen zum Lager. Und da wäre der Inhalt weg. Wo das ja ansehen nicht korrekt wäre. Der Inhalt würde dann umgelagert werden, theoretisch auf einen anderen Anhänger, den man dann daneben stellen müsste. Und wenn es durch ja, Grund einen großen Staubsauger bei Getreide, ne? So würde ich das machen. Entschuldigung. Kann auch leicht husten, aber das wird besser.
Also von einer Erkältung nichts in die Knie gehen hier. So, den können wir jetzt auf 46 fahren und du wirst hier gleich mal mich vorher holen. Nachdem wir den leer gemacht haben. So. Dann braucht ein bisschen lange, aber gut. Geht ja anders. So, Mischer holen und dann gleich mal die Kühe versorgen. Ne? Und dann müssen sie noch alle Wasser haben. Ne? Das ist auch noch wichtig. Tja, kommt ja bald der November, ne? Da kommt das neue DLC mit vier Pottinger-Geräten. Und da wird es interessant und werde ich mir auch zulegen. Die Kosten, das mache ich mal. Aber wie eine Karte weniger, mit wenigen Geräten halt, ne? Die Karte ist für mich nicht interessant. Im Grunde sind mir die Karten, die so klein sind, nicht. Ja, die mag ich auch halt nicht, ne? Und Ausnahme ist hier bei Kettle und Kopf. Da gibt es nur die eine große, kleine. Aber zum Lernen ist das immer ganz gut. Wollen wir die Karriere mal starten, ne? Und dann sehen wir weiter. Hoffe, dass sie da ein oder andere Mal vielleicht auch noch ein Modder sich finden wird und dann eine eigene Karte erfinden wird, ne, oder bauen wird. Ansonsten müssten wir mal abwarten, dass ein DLC kommt. Entsprechend auch das dann macht, ne. Obwohl die ganz großen Karten werden, glaube ich, nicht kommen. Die Erfahrung gibt es bei LS hier auch, dass die Macher hier im Grunde Standardkarten relativ klein sind. Da müssen wir abwarten. Ne? Aber ansonsten, in meine Karriere, das wird ein bisschen dauern. Fangen wir mit ganzen Links an. Tutorials, Missionen her und nebenbei nachher schon Felder kaufen können. Eigene Felder bestellen. Machen wir irgendwie. Ist mal eine Herausforderung, mal was anderes. Und da ja kein neuer DS kommt, ist eine ganz gute Abwechslung, sag mal so. Ne? Wir wollen ja hier ein bisschen Spaß haben und die Neugier aufstellen. Ne? Aber wir wollen hier aber auch weitermachen, weil das ist irgendwo schon auch interessant. Ne? Wir haben euch viel noch nicht, gemacht hier. Da gibt es noch viele, viele Dinge, die man machen kann. Ne? Da können wir hier auch mal Klee anbauen. Ne? Luzerne und so ein Zeug. Schauen wir mal. Erstmal das ganze Stroh wegkriegen. Eins haben wir auch noch Stroh. Ja, wir haben ja noch zwei Tage Zeit. Ich weiß gar nicht genau. Was haben wir alles eingesät? Rocken und Rüben. Und Raps. Raps haben wir als nächstes. Da ist hier Weidenholz. Dann haben wir nicht mehr. Also viel ist nicht mehr. Das ist jetzt fertig. Dann machen wir gleich voll und fahren wir gleich rüber zum zweiten Stall. Ja,
Ich glaube schon, Tuning hat ein Problem mit den Strohballen. Der 50er Ballenpresse. Wenn er noch öfters kommt, ja doch. Müssen wir uns mal rüber gucken, ey. Ja, blöder kann es nicht gehen, ne? Dann werden wir uns mal darum kümmern müssen. Naja. Hoffen wir, dass er nicht überall rauf fährt, ne? Ja, wir müssen ein bisschen mehr nach links schieben. Nach rechts. Hier. Ich will übernehmen. Wenn wir schon pressen, dann alles, ne? Naja. Bäume sind schön gewachsen. Hauptsache nicht so dicht, dass sie nicht hoch genug werden. Aber sieht gut aus. Meine schönen Kiefer. Muss dann laden werden. Wir arbeiten auch schnell. So, liebe Schauer, das soll es heute ein pünktliches Ende der Folge. Das soll es ja für heute auch schon gewesen sein. Dann seid mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Ja, nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschalten und fürs Liken und Abonnieren. Ist immer gerne gesehen. Algorithmus für Schub. Vorschläge für neue Zuschauer, für weitere. Ne? Ich möchte ja gerne wachsen. So Abonnenten und als an Zuschauern. Je mehr Aufruf, umso besser. Letztendlich, ne? Dann geht's aufwärts. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Und nochmal ein dickes Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.